Hallo, hier der Michel von Session Music in Frankfurt. Ich präsentiere euch heute von Olympus einmal den LS12 und einmal den LS14. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich heute zwei Rekorde mitgebracht habe anstatt einen. Der Grund ist, die sind an für sich fast identisch bis auf vier Unterschiede. Der erste offensichtliche Unterschied ist die Farbe. Zweiter ist, beim LS14, das wäre in diesem Fall das linke Modell, hat man noch ein eingebautes Mikrofon hier in der Mitte. Das ist ein Mikrofon mit einer Cool-Charakteristik, was hauptsächlich dazu gedacht ist, noch eine bessere Basswiedergabe zu erzeugen. Man kann dieses Mikrofon auch deaktivieren, wenn man möchte. Der nächste Unterschied wäre, der LS14 hat 4 GB internen Speicher, der LS12 hat 2 GB internen Speicher. Und der vierte und letzte Unterschied ist, dass der LS14 auch noch eine Voice Guide, eine Sprachführung hat. Das ist interessant, zum Beispiel, wenn man blind ist und den Rekorder bedienen möchte oder nutzen möchte, kann man sich einfach per Voice Guide durchs ganze Menü führen lassen. So, und dann würde ich dann sagen, schnappen wir uns den LS14, da das jetzt ein bisschen größeres Modell ist, und schauen wir uns einfach mal die einzelnen Features und Details nochmal an. Schauen wir uns erstmal das Menü an. So, wenn ich jetzt hier auf Menü drücke, sehe ich die verschiedenen Menüreiter. Ich komme durchs Menü mit den Next-Button und Plus und Minus. Dann schauen wir uns am besten als erstes mal unser Recording-Menü an. Ich sehe nochmal, ich kann quasi mein Mic-Gain einstellen, das heißt nochmal die Empfindlichkeit der Mikrofone. Ich habe einen eingebauten Limiter, wie bei den meisten Rekordern. Rack-Format wäre jetzt in dem Fall, ob ich MP3 oder Wave-Datei auswähle, was für eine Abtastrate und natürlich dann auch, ob ich ein 24 oder 16-Bit aufnehme. Ich habe nochmal einen Low-Cut, um Bass abzufiltern. So, Plug-in-Power wäre, um den externen Mikrofoneingang zu aktivieren, damit ich quasi auch ein externes Mikrofon anschließen kann. Das ist jetzt vielleicht nochmal eigen vom LS14, das wäre noch interessant, sich das anzuschauen. Bei Mic Select kann ich quasi das eingebaute Mikrofon, das hier nochmal in der Mitte ist, deaktivieren. Das wäre das Mikrofon mit der Kugelcharakteristik, was ich vorher erwähnt hatte. Das hatte jetzt in diesem Fall nur der LS14, nicht der LS12. Das heißt, in diesem Fall lasse ich es einfach mal deaktiviert. Und mit F1 sieht man, kann ich hier wieder back, also nochmal eine Seite zurückspringen. So, dann hier, ich habe eine Pre-Recording-Funktion, das heißt, dass ich einfach einen Pre-Roll habe, bevor anfängt aufzunehmen. Rack-Monitor, das ist auch ein ganz wichtiges Detail. Das bedeutet, ich würde mich über den Kopfhörerausgang gleichzeitig hören, während ich aufnehme. Das ist meistens interessant, vor allem wenn man overdubben möchte, das heißt, mehrere Spuren aufeinanderlegen möchte. Natürlich eine absolute Voraussetzung, das kann ich von hier aus aktivieren und wieder deaktivieren. So, man sieht hier mal Smart Time, das wäre jetzt ein Feature oder eine Einstellung, die mit dem Smart Recording Mode zu tun hat. Beim Smart Recording Mode, den ich hier unten auswählen kann, wird automatisch eingepegelt. Das heißt, ich habe in dem Fall eine Zeit, die ich auswählen kann. Momentan haben wir gewählt 10 Sekunden. Das heißt, der Recorder hat 10 Sekunden zur Verfügung, während denen ich einspielen kann, damit er sich automatisch einpegelt und danach startet automatisch die Aufnahme. Was natürlich sehr, sehr angenehm ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel das eine relativ schnelle Aufnahme machen möchte oder nicht da großartig viel Zeit verlieren möchte während mit dem Einpegeln, macht man einfach den Smart Mode an, 10 Sekunden, spielt kurz ein, los geht's und das war's. So, dann hier weiter unten, Metronom hat er auch, wie man sieht, also sehr musikorientiert, das ist auch fürs Overdubben interessant. Wenn ich hier mal draufklicke, hier sieht man, hier kann ich auch dementsprechend meine Zeit einstellen, wie der Takt ist, wo der Akzent fallen soll, das macht man alles hier vom Menü aus. So, und das war es an sich von diesem Part des Menüs. Dann nächste Reiter wäre Play. Hier sieht man einfach mal den Play-Modi, ob er quasi alle Dateien hintereinander abspielt oder nur einzeln. Das ist ganz interessant, wenn man sich Notizen macht mit dem Recorder, sozusagen einfach Gedanken aufnimmt, damit man sich das alles hinterher abspielen kann, ohne jedes Mal Play drücken zu müssen. Und so, wenn wir hier zurückgehen, jetzt kommen wieder ein paar interessante Features hier in diesem LCD- und Sound-Menü. So, man sieht Blacklight, das ist einfach, wie viele Sekunden der Rekorder braucht, um einfach das Licht vom Bildschirm auszumachen. Kontrast ist klar, so LED auch. Der Beep-Modus ist quasi, was man gerade hört, dieses Piepsen könnte man auch ausmachen. Jetzt kommen zwei, drei interessante Features. Einmal Sprache, in dem Moment sind wir auf Englisch, man könnte auch Deutsch oder irgendwas anderes wählen, Spanisch, Französisch. Das ist sehr angenehm, weil das haben auch nicht alle Rekorder. Und jetzt eigen von dem Modell wieder, hat der LS12 nicht. Was ich sehr gutes Feature finde, ist Voice Guide. Können Sie es mal aktivieren, wenn ich das aktiviere. Man hört es schon, spricht der Voice Guide. Das heißt, wenn man zum Beispiel blind ist oder nicht die Möglichkeit hat, ständig aufs Display zu gucken, während man sich durchs Menü sucht, in dem Endeffekt kann man sich das einfach erklären lassen per Voice Guide. Ich mache das jetzt mal wieder auf. Zack, und wieder zurück.
Ups, jetzt haben wir falsche geklickt. So, jetzt haben wir so back. So, und das war es dann auch wieder von dem Teil des Menüs. Wieder, man sieht hier mit F1 kann ich wieder back eine Seite zurückspringen. Und zu guter Letzt hier hat man noch die allgemeinen Einstellungen. Hier sieht man zum Beispiel die Memory, in dem Fall sind wir auf interne Memory. Ich könnte auch eine SD-Karte reinlegen, das wäre eine externe Memory. So, hat man Power Save, Time Date, USB-Settings, Reset-Settings. Ich kann auch meinen Speicher formatieren. Halt die allgemeinen Features, das sollte den meisten von euch ja schon bekannt sein, wenn schon so ein Recall mal gearbeitet hat. Memory-Info, wie quasi generell mein Firmware-Update aussieht, das sieht man System-Info, Memory-Info, wie viel Speicher ich noch zur Verfügung habe. Ja, und das würde ich mal sagen, war es erstmal vom Menü, das haben wir jetzt etwas schnell gemacht, damit wir hier nicht allzu viel Zeit verlieren. Ich erkläre euch noch ganz kurz die Oberfläche und die Rack-Modis. Man sieht ganz mal auf der Oberfläche Play, Stop und Rack, sollte ja eigentlich relativ selbsterklärend sein. Erase wäre, um nachher hinterher in der Liste ist, quasi einzelne Dateien zu löschen. Das ist eigentlich auch recht angenehm gemacht. Ich habe halt wirklich einen Knopf, mit dem ich automatisch meine Dateien löschen kann. Finde ich sehr intuitiv zu bedienen. Der Menü-Button, wie schon vorher erwähnt. Okay, der Taster und dann zu guter Letzt dieses schöne Rädchen hier unten, wo ich meine verschiedenen Modis habe. So, ich drehe erstmal am besten von oben nach unten auf den Tuner. Man sieht, ich habe ein eingebautes Stimmgerät. Das heißt, ich könnte meine Gitarre oder Instrument damit stimmen. Als nächstes, wie schon vorher erwähnt, der Smart-Mode. Sieht man hier, so wenn ich jetzt hier einmal auf Rack drücke, dann sieht man schon, ich habe diesen 10 Sekunden Roll-Off sozusagen, wo ich jetzt einpegeln kann. Wenn diese 10 Sekunden vorbei sind, startet er die Aufnahme mit seinen automatischen Einpegeln. Dann sieht man auch Rack-Level 39 in dem Fall. Also wirklich super einfach. Dann der nächste Mode, Manual, also manueller Modi. Wie der Name schon sagt, einfach zum manuellen Einpegeln. Einmal auf Rack gedrückt, ist er quasi scharf, das heißt auch der Monitor aktiv in dem Fall. Und mit links und rechts kann ich quasi einfach mein Rack-Level einstellen. Plus und Minus ist übrigens immer der Kopfhörerausgang. Kann man sich hier einpegeln, wie laut man auf den Kopfhörer hören möchte. Wenn ich jetzt hier auf dem Rack-Modi rausgehe. Zu guter Letzt der Quick-Mode. Der übernimmt von der Einpegelung quasi dieselbe Einstellung, wie ich beim Manual-Mode auch hatte. Und ansonsten der einzige Unterschied, man sieht es, wenn ich einmal auf Rack drücke, die Aufnahme startet sofort. Wenn ich wieder stoppe, hält er an, ich drücke wieder Rack. Weiter geht's. Das heißt, ist, wenn man wirklich relativ schnell immer wieder aufnehmen muss, ohne zweimal zu drücken, kann man das natürlich dementsprechend machen. Ist natürlich, wenn man was sich irgendwie wieder Notizen macht oder mentale Gedanken aufnimmt, wirklich ganz schnell wieder rein, rauspunchen muss. Ganz angenehmes Feature, aber ansonsten der Manual-Mode relativ ähnlich. So, dann zeige ich euch nochmal ganz geschwind den Recorder von der Seite. Ich hoffe, man sieht es noch. Man sieht hier einerseits, hier ist der Kopfhörerausgang. Remote kann man optional kleine Fernbedienung anschließen. USB, relativ selbsterklärend, um das Ganze mit dem Computer zu verbinden, würde in dem Fall auch als Netzanschluss fungieren, wenn man ein externes Netzteil nutzen möchte. Und das ist der Powerschalter, auch Hold-Schalter. Wenn ich den einmal hochdrücke, sind quasi von meinen Tasten blockiert. Wenn ich das irgendwie vermeiden möchte, damit dann nicht irgendwie versehentlich die Aufnahme gestoppt wird, kann ich die Tasten so blockieren. Ansonsten wieder in die Mitte, dann funktioniert wieder ganz normal. Und dann auf der anderen Seite, schwupps, sieht man hier nochmal meinen Mikrofoneingang, mein Line-In, verschiedene Eingangsimpedanzen natürlich und nochmal meinen Slot, kann ich mal ganz kurz aufmachen, wo dann die optionale SD-Karte reinkommen würde, falls ich meinen Speicher erweitern möchte. So, dann würde ich einfach nochmal sagen, ich zeige euch jetzt im nächsten Schritt einfach nochmal die Overdub-Funktion von dem Rekord. Das heißt, nehmt einfach kurz ein bisschen Gitarre auf und spielt einfach mal eine Melodie drauf, damit ihr euch einfach mal anschauen könnt, wie das dann genau in diesem Overdub-Modus funktioniert. Was vielleicht noch im Voraus interessant ist, wenn man mit dem Recorder Overdubbing macht, er kann tatsächlich nur zwei Spuren aufnehmen. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel meine Gitarre aufgenommen, mache danach ein Overdubbing und nehme eine Melodie darauf auf. Er kreiert mir eine neue Stereodatei, wo die akustische Rhythmusgitarre und zum Beispiel die Melodie in einer Stereodatei verschweißt sind. Das heißt, ich kann nachher nicht die getrennten Dateien exportieren. Sinn und Zweck, es ist halt ein reiner Stereo-Recorder, wie der Name ja schon sagt. Wenn man wirklich mehrspurig aufnehmen möchte, müsste man schon Mehrspurrekorder nehmen. Die Funktion ist hauptsächlich dafür gedacht, um Ideen festzuhalten. Also wirklich an Musiker orientiert, die wirklich mal schnell irgendeine Idee festhalten müssen und natürlich diese Funktion dementsprechend brauchen. So, dann würde ich dann sagen, hören wir uns das mal an und ich zeige euch, wie das dann funktioniert. So, ihr seht auch gerade, wir sind hier im Manual Mode. Der Rekorder ist auch schon scharf geschaltet. Dann werden wir erstmal eine kurze Aufnahme machen und danach zeige ich, wie man overdubben kann. Ich denke, relativ einfach. Dann drücke ich jetzt einfach noch einmal auf Rack. Jetzt läuft da schon die Aufnahme.
So, da habe ich jetzt auch schon was aufgenommen. So, wenn ich jetzt auf dieses File was overdubben möchte, das heißt zum Beispiel eine Melodie drauf spielen möchte. Das Prinzip ist relativ einfach. Man sieht es auch hier, das wäre jetzt von euch aus überlegen, rechts unten, Overdub. Das heißt, wenn ich einmal auf F3 drücke, ist die Funktion aktiviert. Jetzt nochmal auf Rec, dann geht auch gleich die Aufnahme los. So, abgesehen vom umtalten Gitarrenspielen hat man jetzt quasi gesehen, wie man overdubben kann. Das war es eigentlich auch schon, das ist relativ simpel. Ich kann euch gerne mal zeigen, wenn hier in die Liste reingeht, drücke ich einmal drauf. Ich habe jetzt zwei Files. Das wäre einerseits das File mit der Gitarre alleine, zweiterseits das File mit der Gitarre plus Melodie. Das heißt nach wie vor eine Stereo-Datei. Ich kann nach die Dateien oder beziehungsweise die einzelnen Spuren nicht trennen. Aber wie gesagt, das ist ja hauptsächlich für Demo-Zwecke konzipiert und soll auch so simpel sein wie möglich. Und das erfüllt es, denke ich, sehr gut. Alles klar, das war es dann an für sich von mir, vom LS12 und von LS14. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Könnt ihr euch auch jederzeit im Laden kommen, die Geräte selbst ausprobieren, kaufen. Habt auch 33 Tage Moneyback, 66 Jahre Umtauschrecht. Das heißt, in dem Sinne kann relativ wenig schief gehen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut.